Hallo und herzlich willkommen zurück der Sonne entgegen in unserer Wildwasserbahn. Wuhu, an den Wasserfällen vorbei. Ich habe mich schon gewundert, was hier die ganze Zeit rauscht. Und runter ins Glück. Okay, das klang jetzt ein bisschen melodramatisch, aber es ist ja, halt auch eine Institution, sich hier so beweisen zu wollen. Ich habe Angst, das geht da gleich runter. Oh mein Gott. Rein ins Wasser. Also ich glaube, es war eine ganz gute Idee, das übers Wasser zu bauen. Das hat so einen speziellen Effekt von wegen, hey, ich fall wirklich ins Wasser. Finde ich ganz gut. Und ja, jetzt gibt es ja hier sowieso nur noch die Fahrt zwischen den Affen und Palmen. Finde ich auch ganz cool. Oder? Das hat so ein bisschen was. Da kann man wirklich mal so ganz in Ruhe fahren. Da braucht man jetzt nicht unbedingt das Abwärtserlebnis. Ja, finde die Bahn gut. Alles okay. Ich bin jetzt nur gespannt, ob hier noch ein paar Boote stehen, wenn wir in den Hafen ankommen. Ja, auf jeden Fall. Gut. Waren anscheinend nicht so viel unterwegs. Achso, ja. Wir haben jetzt hier auch Pause gehabt. Mein Gott. Gut. Das wird voll, ne? Also bis jetzt sieht das echt gut aus. Hier ist das Boot oben. Das nächste kommt. Eigentlich müsste jetzt das nächste losfahren. Ich nehme jetzt mal hier die Volllast drauf und mache mal jede Last draus. Damit die dann auch losfahren. Weil finde ich irgendwie blöd, wenn sie nicht losfahren. Das ist halt irgendwie scheiße. Und kommen hier wenigstens noch mehr? Irgendwie ja nicht so, ne? Aber ich würde hier glatt erstmal noch eine Toilette hinstellen. Ich weiß, wir bräuchten hier eigentlich keine, aber naja. Toiletten sind halt wichtig. Gut, dann haben die Leute vielleicht auch einen Grund, hierher zu kommen. Das wäre ja schon mal was. So, kann ich da noch was hinstellen? Da stelle ich jetzt irgendwas hin. Was haben wir denn noch nicht? Haben wir schon Getränkestand? Ich weiß es nicht. Was habe ich denn hier oben hingestellt? Nur die Kokosnuss, ne? Dann kommt hier halt noch ein Limonadenstand hin. So, ihr habt es nicht anders gewollt. Limonade für alle. So, tada. Limonade haben wollt, müsst ihr hier runterkommen. Edgy Badge. So, dann platzieren wir hier noch den ein oder anderen Mülleimer, damit hier nicht gleich wieder der ganze Dreck rumliegt. Wäre nämlich nicht so schön. Okay, da hat sich gerade irgendjemand übergeben müssen. Das tut mir leid für ihn. So, dann können wir hier noch ein oder zwei Bänke platzieren, damit die Leute sich auch in Ruhe hinsetzen können beim Essen. Ich würde es zumindest wollen. So. Habt ihr auch noch ein paar Bänke und ja, brauchen wir sonst noch irgendwo irgendwas? Hier könnte man noch eine Bank hinstellen. Hier in die Ecken. So, schick. Freut euch. Ihr habt Bänke. Wahnsinn. So, wir haben noch 5.000 Euro. Das ist doch ziemlich erbaulich eigentlich. Wir haben einen Verkehrswert von 26.000 und brauchen einen von 35. Mensch, das läuft ja auch. Jetzt müssen wir nur langsam unsere Badeanlage ein bisschen vergrößern, damit da auch, wie viel brauchen wir jetzt dafür? Ah, 100, okay. Damit da auch 100 Leute reinpassen. Das könnte ein wenig schwierig werden. Wo haben wir denn am meisten Platz jetzt für so eine Badeanlage? Eigentlich hier hinten, oder? Oder hier drauf? Ich glaube, hier drauf ist eigentlich am meisten Platz. Vielleicht sollte ich genau da eine hinstellen. Wie viel kostet denn dieser normale Weg? 12, okay. Dann würde ich den erstmal... Na gut, ich mache das doch ein bisschen kantiger hier. So, mache ich erstmal hier so einen Rand. Dann mache ich hier auch einen Rand, ein bisschen größeren Rand. So, dann hier einmal so. Dann sehen wir auch alles und ja, hier kommt auch noch ein bisschen was hin. Gut. Ja, und das würde ich dann glatt mal hier wirklich so rausbauen, weil ich das ganz cool finde. So, und dann so wie hoch, oder? Das hat schon mal was. So, dann kommt jetzt der Poolbereich. Dann, ja, würde ich glatt mal so machen. Okay, ich habe kein Geld mehr. Upsi. Ja, daran habe ich irgendwie nicht so richtig gedacht gehabt. Ja, gut, dann haben wir jetzt da noch ein bisschen was. Und den Rest, den müsste ich eigentlich noch gerade so mit der Fläche ausfüllen können. Ohne, dass es mich in den Ruin stürzt. Naja, nicht wirklich. Das mit dem Ruin wird schon sehr, sehr knapp. Obwohl, das was könnte man eigentlich auch lassen. So eine kleine Zweierinseln. Das ist eigentlich auch ganz nett, seht ihr? Auf so eine Idee muss ich erstmal kommen. So. Ja, den Pool, da hätte ich ungern so eine Kanten drin. Machen wir den einfach mal so eckig. So. Schick, oder? Das ist wahnsinnig schick. Gut, dann... Wo wollen wir denn hier die Whirlpools machen? Ich würde die glatt mal hier so hinstellen. Weil ich das ganz cool finde. Okay, wir haben kein Geld mehr für Pools. Toll.
Ja, versuchen wir einfach so nochmal unser Glück. Wuhu, geschafft. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich den Ein- und den Ausgang platziere. Aber ich glaube hier so, dann machen wir da einfach Treppen hin. So, ich mache auch mal wieder so eine Hütten hier, weil ich die einfach am coolsten finde. So, machen wir auch gleich mal drei. Und ja, genau, dann machen wir das einfach mal so rum. Hallo, ich will hier platzieren. Und dann so und so und so und so. Schick, oder? Und dann können wir das genau hier so mit einer Treppe runter verbinden. Ist das nicht toll? Das ist doch super, oder? So, hier, tada. Dann können sie da hoch und runter laufen, wie sie möchten. Haben hier so eine kleine Verbindungsstelle und kommen da rein. Toll, oder? Ich bin so begeistert von der Anlage gerade. ja, dann würde ich hier gerne so eine Palme hinstellen, weil ich das halt ganz cool finde. So, haben wir hier noch irgendwie eine andere Palme, die vielleicht ein bisschen noch palmiger aussieht. Ja, nee. Vielleicht ein bisschen was Größeres? Nee, ihr seid alle nicht besonders groß. Ich hätte aber gern was Größeres. Hä, was Größeres gibt es hier nichts? Ernsthaft? Das finde ich aber ein bisschen ungünstig, Leute. So können wir hier keine anständigen Palmen verkaufen. So, okay, die ist ein bisschen größer. Und ein bisschen standhafter, wie es aussieht. So, okay, die wirkt auf einmal noch größer. Warum sind die anderen nicht so groß? Ja, die sieht auch ein bisschen größer aus. Gut, dann gefällt mir das jetzt auch schon mal so von der Optik ganz gut. Oh, und wir machen ganz gut Geld durch unsere Sachen, würde ich behaupten. Sehr schön. Dann kann ich hier ruhig wieder ein bisschen was weiterbauen. Wie zum Beispiel ein Sprungbrett. So, ich stelle das mal hier hin. Und ich hätte gerne noch so eins hier, weil das finde ich ja immer ganz cool. So, dann könnt ihr da ganz toll runterspringen. Ich wollte es jetzt nicht so hoch machen, weil so ganz übernatürlich hoch finde ich halt ein bisschen, naja, zu viel. Sagen wir es doch einfach so. Nee, Lampen brauchen wir hier nicht. Ja, so ein Wellending können wir ja auch machen, ne? So, mache ich mal hier an den anderen dreien auch noch, obwohl es da jetzt nicht so eine schöne... Obwohl, das reicht doch, wenn wir es auf der einen Seite machen, oder? Ja, komm, dann mache ich hier halt noch einen mehr. Und dann können sie sich da in die Wellen stürzen. So, eine Leiter wäre vielleicht nicht übel. So, und hier auch noch eine und da eine. Hier, falls die Wellen zu viel wären. Und ja, dann können wir den Rest eigentlich schon fast mit Liegen vollstellen. So, du dahin und du dahin und dahin und dahin. So, mal eine ohne Schirm dazwischen. Ist auch immer wieder schick. So, wahnsinnig hübsch. Können wir einfach mal welche so in den Raum stellen. Für die ganz Hardcore-Leute, die sich da die ganze Zeit bräunen wollen. Ah ja, die Sonne ist nicht so meins. ja, stellen wir einfach mal hier so mit hin. So, total schick. Wahnsinnig hübsch, oder? Ich finde es so toll. Oh Mann, nee. Ja, das war's jetzt für mich im Prinzip erstmal. Mehr machen wir jetzt dann nicht. Ich würde es jetzt einfach mal gerne eröffnen wollen. Machen wir mal auf 250 hoch, würde ich sagen. Dann mal auf alle 10 Minuten stark und ja, eröffnen. Dann alle 10 Minuten stark eröffnen. Und alle 10 Minuten mittel lassen wir und eröffnen. So, dann kommt mal alle rein in meine tolle Badeanlage. Ich finde sie nämlich total super. Da könnt ihr euch super duper amüsieren drin. Ne? Ja, aber schaut, die scheinen schon mal zu gefallen. Sie kommen schon mal in die richtige Richtung. Und es wird langsam ein bisschen voller. Sieht doch schon mal ganz gut aus. So, die rennen da jetzt auch erstmal hoch. Ja, immer kommt rein. Ihr macht das toll. Wir sind schon drin. 38. Wie viel brauchte ich? 100, ne? Achso, das haben wir schon längst erfüllt. What? Ernsthaft? Warum habe ich da eine Badeanlage gebaut? Wie viel sind denn hier drin? 129. Ernsthaft? In dieser kleinen Anlage? Ist ja nicht wahr. Ha, wie krass. Glückwunsch, Sie haben gezeigt, dass Sie das Zeug dazu haben, ein Unternehmer zu sein. Aber schaffen Sie auch das Tycoon-Level. Gott, die Parks gehen so riesig schnell. So, jetzt haben wir auch mal gerade 10.000 gekriegt oder was? Nee, 5.000, glaube ich. Oder, nee, doch, 10.000. Ja, jetzt brauchen wir den Mindestverkehrswert von 50.000 und die Mindesterregung von 3,5 mit einer Wasserrutsche. Ja, das sind alles Wasserrutschen. Ich weiß gerade noch nicht so richtig, wie man die platziert oder baut. Davon habe ich keine richtige Ahnung. Damit habe ich mich noch nicht so richtig beschäftigt. Ja, wir könnten ja mal hier so eine Wasserrutsche bauen. Ich muss gerade echt überlegen, wie das ging.
Achso, ja, ich glaube, ich weiß, wie es ging. Wartet mal. Ich muss jetzt mal hier so ein bisschen das hochziehen. So. Ja, ich mache es mal auf der Höhe hier dann so, oder? Ist das eine gute Höhe? Eigentlich schon, oder? So. Ja, ich überlege gerade, wo ich das platziere. Ich drehe das lieber mal noch ein bisschen. So, genau. Stellen wir jetzt mal hier hin. So, dann kann das hier einmal so lang gehen. So, einmal rum. So, dann geht es hier nochmal runter. Rum. In eine tolle Kurve. Und dann geht es hier nochmal runter. Wow. So, müsste doch eigentlich eine ganz gute Rutschpartie sein, oder? Ja, gut, jetzt brauche ich hier noch so einen schicken Eingang. Wo ist denn hier so ein schicker Eingang? Ich finde gerade den Eingang nicht ernsthaft. Ach, kann ich das nur mit diesem Weg verbinden? Ja, meinetwegen, ist jetzt auch nicht so unbedingt schlimm. Nehmen wir mal hier die hinterste Sparte. So, genau. Ein. Ups, ups, das ist nicht so gut. Dann machen wir es gleich gerade. So, eine Kurve. Ja, ich überlege gerade, in welche Richtung. Genau, machen wir mal da. Obwohl, dann können wir auch gleich runtergehen. So, so. Gerade. Kurve. Runter. Gerade. Kurve. Gerade. Kurve. Runter. Yay, jetzt sind wir oben. Wird dann hier zum Ende nochmal ein bisschen steil nach oben, aber hier der Anfang ist wenigstens schön leicht. So, dann testen wir den Spaß doch mal. So, Dummy rutsche los. So, Dummy rutscht langsam, aber Dummy rutscht. Dummy rutscht weiter, Dummy rutscht in Kurve, der Dummy rutscht wieder runter und der Dummy rutscht ins Wasser. Wutsch. Ja, Dummy geht's gut. Irgendjemand hebt jetzt mal bitte den Dummy auf. So, dann machen wir das doch mal hier auf alle 10 Minuten. Die Wasserrutsche kostet kein extra Geld, aber es ist ein gutes Feature. Mein Gott, gut, dass ich daran nochmal erinnert wurde, hier durch dieses tolle Ding. So, ja, das Rot, das finde ich jetzt gerade nicht so wirklich hübsch. Machen wir vielleicht mal ein schönes Blau draus oder so, dann sieht das glatt hübsch aus. Ja, das Braun ist vielleicht auch gar nicht so übel. Und hier auch ein schönes Blau. Ja, ist vielleicht eher das Blau hier, oder? Na, sieht aber auch doof aus. Ja, vielleicht ein schönes Gelb. Nee, das schöne Gelb ist nicht so schön. Ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Sieht zwar ein bisschen rostig aus, aber ich finde es jetzt nicht so hässlich eigentlich. Ja, lass uns das mal nehmen. So, das haben wir geklärt. Das haben wir geklärt. Gut, dann können wir es eigentlich aufmachen. So, Leute, ihr könnt hier die coole, super duper wahnsinnig tolle Wasserrutsche benutzen. Ich hoffe nur, dass wir die Mindesterregung erfüllen. Nein, tun wir nicht. 1,83 ist jetzt nicht die Mindesterregung. Aber ich muss jetzt auch erstmal üben hier mit der Wasserrutsche. Ich habe schon ewig keine mehr gebaut. Das können wir ja dann im nächsten Part nochmal so ein bisschen ausmerzen, ob wir das denn hinkriegen oder nicht. So, ich mache mir ein bisschen die Zeit schneller, weil ich will ja auch mal, dass hier jemand mitrutscht. Ah, da kommt die erste Person. Genau, komm mal hier hoch. Das machst du toll. Genau, dann kannst du dich dahin platzieren und dann kannst du hier runterrutschen. Wow! Können wir ja auch mit der Wasserrutsche mitfahren? Das wär's ja. Geht das? Juhu! So, jetzt sind wir im Wasser gelandet. Wahnsinn. So, ich hätte gern den nächsten, bitte. Nee, das ist alles nicht das, was ich will. Ja, genau. Hier. Da will ich voll dabei sein. Runter geht's. Auf jeden Fall wirklich ein bisschen langsam. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Also mit der würde ich rutschen. Die ist schön ruhig. Da habe ich keine Angst. Gut, aber die Leute waren schon immer mehr mit der Wasserrutsche rutschen. Okay, und es geht runter. Wuhu! Ah, oh mein Gott, und da waren wir im Wasser. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ach, jemine. Aber den Leuten scheint es zu gefallen. Die stehen schon immer mehr an. Ach, je, die stehen hier bald, glaube ich, eine ganze Weile an. Dabei geht das hier schon echt schnell, finde ich. So, sobald der weg ist, kann der doch da bestimmt hin, oder? Ja, ich glaube, nächstes Mal baue ich das gleich da hin, weil sonst muss der ja immer nach vorne laufen. Das kostet ja nochmal extra Zeit. Das finde ich nicht so toll. Gut, wie viel sind jetzt hier in der Badeanlage? 123. Gut, das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Gott, die vegetieren sehr alle hier rum. Das ist ja furchtbar. Ja, was machen wir denn da? Wir könnten irgendwas Neues bauen.
Ja, das Piratenschiff haben wir schon, den Teppich haben wir, das haben wir alles. Ja, ich würde noch den Oktopus bauen. Ich meine, hallo, Themen besser geht's ja gar nicht. Oder thematisch besser, sagen wir es mal so. Dann hier noch so einen tollen Weg, damit wir uns auch hier ja zurechtfinden. So, tada. So, dann können wir unsere Pussy hier mal testen. Ja, so und dann mal auf 220 hoch und dann eröffnen wir den Spaß mal. So, alle reinspaziert. Total toll. Wir müssen ja irgendwie noch unseren Verkehrswert hochkriegen. Wie weit haben wir ihn denn jetzt? 42.000. Na mein Gott, es wird doch. Wie läuft eigentlich die Wildwasserbahn hier unten? Bringt die überhaupt Geld irgendwie? Ja, doch, hat sie schon. Gut, das ist gut. Auch wenn hier kaum einer mitfahren will, läuft es ja ganz gut. So, aber ich mache jetzt erstmal hier an der Stelle wieder Schluss. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns morgen nochmal wieder, wenn ihr wollt. Und ja, dann bis dann und ciao.